Ja, der war aber tatsächlich leer, also es hat genau gereicht. So, was wir da jetzt haben? Ein Kinderbett. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Hausflipper. Ja, wir hatten gesagt, neues Familienmitglied wollen wir nicht zu lange warten lassen. Oh, ja. Rumpelkammer wird umgebaut zum Kinderzimmer. Erstmal sämtliche Räume hier entrümpeln. Weg. Im Flur hatten wir den auch weg. Hier ist auch der Müll weg. Gut, putzen. Nicht mehr normal, ne? So, zu 69% gereinigt. Okay, der Raum ist fertig. Dann kann der wieder zu. Dann kommt als nächstes der Flur, damit wir ihn direkt nicht wieder verteilen.
So ist der jetzt sauber. Ne, ist er nicht. Schön das Fenster sauber machen. Hier das gleich auch noch mal. Schwupp, auch sauber. So, sauber ist es, also noch Fenster putzen. Gut, das heißt, ein Fenster fehlt noch. Ah, okay, dann machen wir das doch auch noch sauber. Und der Raum ist fertig. Tür zu. So, der Raum ist auch fertig. Hier noch sauber machen. Da irgendwo muss noch was sein. Hey, ich soll doch jetzt wohl hier nicht. Ich
soll doch wohl jetzt hier nicht dingen, sag schon. Komm, wir putzen halt. Wir putzen erstmal Fenster. Dass man da auch mal wieder durchgucken kann. Vielleicht sehen wir dann den Dreck, wenn wieder Licht ins Zimmer kommt. So. Wo ist denn jetzt noch was hier? Ich sehe nichts. Ah, jetzt hat das. Okay. Das kleine Fensterchen hier auch noch. Skillpunkte. Aufräumen. So, und dann sehen wir alles auf der Minimap. Ah, da ist noch was. Das ist auch weg. Gut. Das Zimmer ist fertig. Tür zu. Und jetzt geht's ja um das Eigentliche, um das Wichtige. Gut, gereinigt haben wir, die Fenster putzen. Ah, das Fenster ist auch fertig. Jetzt sollen wir den Raum in Pastellrosa streichen. Dann machen wir das doch. Blasses Rosa. Schmutziges. Himbeer. Rosé. Pastellrosa. An.
Okay, wir brauchen Farbe, wo ist er da? Theoretisch könnten wir jetzt schon kassieren gehen, aber wie gesagt, will ich nicht. Aufträge werden komplett ausgeführt. So, zumindest das Orange ist schon mal alles übergestrichen. Ich finde es immer wieder interessant, wie man hinterm Schrank komplett streichen kann. Ohne den Schrank abzurücken. Also ich schaffe das sonst nie. Aber hier geht das. Ich habe so das dumpfe Gefühl, die Farbe könnte sogar reichen. Ja, der war aber tatsächlich leer, also es hat genau gereicht. So, was wir da jetzt haben? Ein Kinderbett. Babybetten. Kinderbettfichte oder... Lass mal, wie es ist. Nein, das war es nicht.
Einfach nur Kinder mit wahrscheinlich. Weiß und die Schublade. Nein, Himmelbraun. Nein, auch weiß. Gibt's nicht in Rosa. So. Regal, irgendwas mit Kall. Wir werden das andere jetzt in Weiß, dann nennen wir das jetzt auch in Weiß. So. Halt. Was haben wir jetzt? Wickelkommode. Rosenblüten nehmen wir jetzt aber. Guck mal schön vorm Fenster. So, ist doch ganz nett, oder? So, was willst du noch haben? Ein Sitzkissen, zweimal. Sitzkissen lila, himmelblau, orange, grün. Ne, dann nehmen wir lila, damit das dann auch passt. Einmal hier. Nochmal. Hier. Wir sind fertig. Wir haben das Kinderzimmer eingerichtet. Cool. 100% erledigt. Über 7000. Ja, hat auch eine Menge. Eine ganze Weile gedauert. So, aber damit sind wir wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergiss das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.